So, ein herzliches Willkommen noch einmal in die Runde an dich, an euch, an alle, die hier heute dabei sind. Vielleicht schaltest du heute erstmals zu und deswegen freue ich mich auch sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Im besten Fall liegst du, wir haben es vorher schon gesehen, jemand, Gerhard, in der Sonne, vielleicht mit einem herrlichen Cocktail, mit einem Gläschen Wein oder einem herrlichen Shake. Hast dir ein bisschen Zeit genommen, da dabei zu sein, fit und reich, dein ideales Leben, klingt sehr groß, klingt sehr allgemein, aber ich denke, du wirst erkennen, worum es uns hier mit fit und reich wirklich geht. Fit sagt schon viel, fitter Körper, fitter Geist und reich nicht nur, was das Monetäre betrifft, sondern reich an Erfahrungen, reich an Beziehungen, reich an schöne Momenten. Das heißt, das geht wirklich in einen unendlichen Reichtum in verschiedenen Bereichen, je nachdem, was für dich wirklich, wirklich wichtig ist. Du merkst es schon, ich spreche mit du, weil ich finde, gerade in der jetzigen Zeit, es ist so viel los da draußen und ich meine, es ist einfach wieder persönlicher, intimer und viel netter, dich mit du anzusprechen. Also ich hoffe, das ist soweit okay. Und bevor wir hier jetzt einfach gleich weiter einsteigen, ihr seht, wir haben auch jeden Dienstag hier um 17.17 Uhr jetzt diese Präsentation. Es werden immer unterschiedliche Sprecher sein, damit ihr auch verschiedene Charaktere kennenlernt, unterschiedliche erfolgreiche Menschen, die hier mit diesem Business, auf das ich jetzt gleich zu sprechen komme, schon sehr gutes Geld verdient haben, fit und reich und immer mehr davon auch generieren, weil das für uns auch ein Credo ist. Es geht uns nicht um uns persönlich, sondern wie viele Personen, wie viele Menschen, wie viele Familien, wie viele Leute in deinem Wohnort, wie viele Leute in deiner Region können wir da mitnehmen, um ganz andere Gesellschaft, ein ganz anderes Gesellschaftsbild zu kreieren. Bevor ich jetzt darauf näher eingehe, mein Name ist Julia Bauer, dass das auch mal gesagt ist, wer hier spricht. Ich freue mich, euch da heute durchführen zu dürfen. Und vorab, es gibt also von der Company, von dem Unternehmen, mit dem wir hier zusammenarbeiten, so ein Integritätssheet, was schlussendlich aussagt, all das, was wir verdienen können und die Deckelung nach oben ist unbegrenzt, es gibt keine Deckelung, liegt schlussendlich in deiner eigenen Hand. Das Fundament ist da, die Möglichkeiten sind da, aber schlussendlich jede Aussage, die du heute hörst, die in diesem Webinar fällt, ist keine endliche, ist keine definitive Aussage, sondern hängt natürlich von deinem Tun, von deinem Willen, wirklich in deinem Leben etwas zu verändern ab. Und auch was Gewichtsabnahme und so weiter betrifft, auch unsere Produkte sind top, darauf werde ich auch noch ein bisschen eingehen. Schlussendlich gilt es aber ganz klar, und das hat jemand, der auch diese Produkte formuliert hat, einmal auf einer Bühne in Amerika gesagt, wenn du deinen Arsch nicht aus dem Sessel kriegst, dann hilft jedes Produkt, so gut es auch ist, nichts. Und das ist natürlich etwas, was wir uns auch mal wieder bewusst machen. Die Produkte können toll sein, wenn wir aber nicht selbst eine Entscheidung für uns treffen, etwas wirklich zu verändern, ist ja in jedem Bereich so und das wissen wir. Aber schlussendlich, das soll nur ganz kurz dieses Thema einfach nochmal sicherstellen. Bevor ich jetzt wirklich einsteige, möchte ich, dass ihr mich auch ein bisschen kennenlernt, woher ich komme schlussendlich, weil wir sind hier in einem Menschen-Business. So blöd das auf Deutsch klingt, auf Englisch finde ich es schöner, People-Business. Das heißt, wir bauen hier Netzwerke auf. Wir bauen hier Netzwerke mit Personen auf, die etwas in ihrem Leben verändern wollen, die Zukunft für ihre Kinder ganz anders gestalten wollen. Und deswegen finde ich, ist es auch extrem wichtig zu wissen, mit wem habe ich es hier zu tun, vor allem wenn du das erste Mal hier heute bei so einer Präsentation dabei bist, erstmals hier zuschaltest. Ich hoffe, du bist freiwillig da, das weiß man ja auch nicht, aber auch wirklich sich einfach mal auch fallen zu lassen und zu sagen, okay, wäre all das wahr, was ich heute hier höre, wäre es dann interessant, das wirklich als eine Möglichkeit für mich zu erkennen, zu nehmen und vor allem da mal tiefer einzusteigen und mir das mal anzuschauen. Dann lade ich dich ein, schreibe einfach jetzt mal auch alle Fragen mit, die so während des Webinars auftauchen, denn nachher
würde ich dir raten, geh einfach zu der Person oder ruf sie an, die dich für heute eingeladen hat oder im Nachtrag diese Aufzeichnung zugesandt hat, um dir alle Fragen beantworten zu lassen und wirklich auch dann für dich herauszufinden, was ist es denn, was du für dich aus dieser Möglichkeit rausziehen kannst. So, ja, das bin ich als Kleinkind und ihr kennt es vielleicht. Ich bin so aufgewachsen, gehe zur Schule, mache ein Studium und dann finde einen Job, der dazu passt. Und das habe ich brav gemacht. Ich war immer ein sehr ruhiges Kind, ein sehr nachdenkliches Kind, ein sehr beobachtendes Kind. Hätte mir auch nie herausgenommen, auch wenn ich immer alles hinterfragt habe für mich, aber nie herausgenommen, nur irgendetwas gegen meine Eltern oder gegen die Umgebung zu sagen, und bin immer schön brav mit dem Strom der Masse mitgeschwommen. Und ich habe dann auf der Wirtschaftsuni in Wien studiert und habe mich dann schon ein bisschen so absentiert, so lustig dieses Foto ausschaut. Ich bin hier geflüchtet, schon während meiner Studienzeit nach Südafrika für 5 Wochen, um da mal wirklich Abstand zu bekommen von dem Studium, das mich an sich nicht wirklich interessiert hat, von meiner damaligen Beziehung, die mich extrem eingeengt hat. Ich wollte da einfach mal raus und das war auch so für mich der Startschuss, die Welt zu entdecken, wo ich mir früher nie gedacht habe, dass ich das jemals machen werde. Und habe dann angefangen, mich mit Personal Development zu beschäftigen. Hier waren wir in Wien oder in Baden bei Wien bei einer einwöchigen Veranstaltung mit Bob Proctor. Manche kennen ihn vielleicht von The Secret. Er hat mich dann spontan auf die Bühne zu sich geholt. Und das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, nach dem Studium auch zu hinterfragen, okay, was will ich denn wirklich aus meinem Leben machen? Ich war dann in der Personalberatung tätig. Ich war parallel dazu bei einem Tierarzt tätig, hatte so meine 14, 15 Stunden die Woche und habe mir nach 3, 4 Jahren gedacht, wenn ich das mein Leben lang mache, ich werde alt und grau und überhaupt nicht mehr lebensfroh. Und irgendwann sind dann einfach die richtigen Menschen in mein Leben getreten, die mir einerseits Network Marketing gezeigt haben, wo ich gesagt habe, ich weiß zwar nicht genau, wie es funktioniert. Und das rate ich euch heute auch, selbst wenn ihr jetzt nicht genau wisst, wie es funktioniert. Und das soll jetzt auch nur ein Überblick sein. Aber erkennt und schaut ganz genau, ob es nicht tatsächlich auch für dich, für euch ein Vehikel sein kann, euer Leben vollkommen selbstbestimmt in die Hand nehmen zu können, völlig frei zu gestalten, wo ihr leben wollt, mit wem ihr leben wollt, mit welchen Menschen ihr euch umgeben wollt. Und das habe ich dann auch sukzessive gemacht. Nach 2 Jahren habe ich meine beiden Jobs hinter mir gelassen und das war jetzt über 8 Jahre her. Und bin dann in L.A., habe ich eine Veranstaltung, eine große, auch mit Bob Proctor und anderen mitorganisiert. Ich sitze hier an Stoppelbo Foundation, eine tolle Veranstaltung. Ich habe dann einige Jahre in Tirol gelebt. Ich wollte immer schon raus aus der Stadt, habe mich dann in der Natur wiedergefunden. Habe auch dann noch ein Franchise mit aufgebaut im Outdoor-Sport. Bin so meinem Hobby gefrönt, was ich aber auch wieder sein habe lassen, weil ich mich wieder erkannt habe, wieder mich eingeschränkt habe, weil ich meine fixen Stunden die Woche hatte und wieder nicht frei entscheiden konnte, wann ich wo sein will und wie viele Wochen ich vielleicht irgendwo im Ausland verbringen möchte. Und habe das dann auch wieder abgegeben. Hier einfach nur ein paar Eindrücke, wie es ist, ein freies Leben zu leben, egal ob Sommerzeit, Ferienzeit, im besten Fall dann eben gerade nicht zu reisen, wenn Ferienzeit ist, sondern abseits des ganzen Trubels zu entscheiden, frei irgendwo am Strand zu liegen oder sonstiges. Hier waren wir in Silverstone von der Company, mit der wir hier zusammenwirken und kooperieren, wurden wir eingeladen, in Silverstone Aston Martin zu fahren. War spannend, die Erfahrung. Den Männern hat es noch mehr gefallen als mir, aber es war wirklich ganz interessant. Und einfach hier das Leben genießen, darum geht es. Und das macht dann einfach nochmal viel mehr Spaß. Und jetzt lebe ich mittlerweile in der Schweiz und genieße das Leben und bin fitter als je zuvor. Das Bild habe ich jetzt vor kurzem auch gepostet. Es ist wirklich spannend. Man sieht das ja aktuell meistens nicht, aber so im Nachtakt, in der Retrospektive, wie fit und gesund können wir wirklich sein? Wie lebensfroh können wir wirklich leben? Und das ist auch so mein Startschuss hier heute auch nochmal mit dir gemeinsam, wenn du Lust hast, hier mit einer ganz anderen Community, mit einer ganz anderen Gemeinschaft deine Grenzen auszuloten und immer weiter in die Ferne zu schieben und den Nächsten zu überwinden, dann bist du hier definitiv richtig.
Und meine Frage an dich ist, lebst du bereits dein bestmögliches Leben? Wie könnte dein bestmögliches Leben überhaupt ausschauen? Die meisten können sich das gar nicht mehr vorstellen. Die Leute, mit denen ich spreche, die wissen gar nicht mehr so richtig, ob sie sich erlauben dürfen, noch zu wünschen. Ob sie sich erlauben dürfen, zu sagen, was sie denn wirklich, wirklich wollen. So vielleicht unter vorgesteckter Hand wirklich mal auch zu formulieren, ja, was wäre es denn, wenn ich meinen Ferrari vor der Haustür stehen hätte? Was wäre es denn, wenn ich jeden Monat eine Woche irgendwo an einen schönen Strand reise, meine Kinder in der ganzen Welt aufwachsen sehe, gemeinsam mit mir, weil wir einfach die Welt bereisen können? Was wäre alles möglich, würdest du dir wieder erlauben zu träumen? Und darum geht es, wirklich wieder die Grenzen zu sprengen, auch die Vorstellung einfach zu erweitern und wachsen zu lassen. Und unsere Vision, und das ist auch die Vision des Unternehmens von Isagenix, mit dem wir hier kooperieren, jeder verdient es, ein gesundes, freudiges und reichhaltiges Leben zu erleben und zu leben. Die meisten Menschen, wenn du auf die Straße schaust, die existieren, die laufen in ihrem System von Job zu Familie, vor dem Fernseher und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Und das ist nicht Leben. Das ist Existieren, das ist vielleicht den Tag runterspulen und irgendwann in der Hoffnung, jetzt darf ich in Rente gehen, jetzt darf ich in Pension gehen, dann irgendwann mal die eigenen Ziele wieder hervorzuholen, abzustauben und zu sagen, was kann ich jetzt davon noch realisieren und welches Geld bleibt mir dafür noch übrig? Und die meisten schrauben dann ihre Träume zurück, irgendwann im Laufe des Lebens, nur um dem Geld, das regelmäßig aufs Konto fließt, gerecht zu werden. Ich meine, es sollte genau umgekehrt sein. Wir verdienen es, gesund, frei, selbstbestimmt, reichhaltig zu leben. Wir verdienen es. Wir haben eine Gesellschaft, die alles hat. Es ist alles da. Wir dürfen nur hingreifen. Und das ist das, was ich heute hier einfach auch wirklich durchsickern lassen möchte, auch wenn das über den Laptop oder das Handy oder von wo auch immer du jetzt zuschaust, ist, einfach hier durchsickern zu lassen, dass es möglich ist. Und wir hier eine Riesengemeinschaft haben von Menschen, die bereits so leben und noch größere Visionen haben. Nicht um noch den fünften Ferrari in der Garage stehen zu haben, aber einfach auch um ganz andere Dinge in der Welt zu bewegen. Schulen zu bauen, was Bob Proctor zum Beispiel macht. Unterschiedlichste Dinge. Was können wir tun, um in einer Gesellschaft zu leben, die Win-Win lebt, die wirklich für sich einsteht, die für andere da ist, sich applaudiert, wenn sie Erfolge hat. Und darum geht es. Und wir haben hier ganz gezielt auch Lösungen für den Gewichtsverlust. Ich sage immer auch Gewichtsmanagement. Es ist nicht zwangsläufig so, dass du Gewicht verlieren musst, wenn du unsere Produkte nimmst, sondern der Körper reguliert. Wenn er das hat, was er braucht, dann kommst du auf dein natürliches Niveau. Und heute ist es leider Gottes so, dass halt dann dementsprechend auch viele Gewicht verlieren, weil sehr, sehr viele doch ein paar Kilos zu viel haben. Wir haben aber auch Lösungen für Energie und Performance. Wirklich Profisportler, Hobbysportler, die lieben unsere Produkte, um sie auch fürs Training, aber auch für Turniere oder was auch immer sie für einen Sport machen, nutzen können. Und da komme ich dann auch noch später darauf zu sprechen. Und ja, ein wichtiger Part und in meinen Augen, das ist für mich die stärkste und tollste Lösung, die wir anzubieten haben, das ist die finanzielle Wellness. Nicht der Finanz wegen, nicht des Geldes wegen, sondern was dahinter steht. Welcher Lebensstil schwebt dir vor, wenn du sagen könntest, schnipp, das ist jetzt mein Traumleben. Und dann einfach runterzubrechen, okay, welche Finanzen regelmäßig am Konto möchtest du dafür, dass du diesen Lebensstil so leben kannst? Und darum geht es. Wirklich ein Fundament zu schaffen für dich, aber auch für deine Kinder, die nächsten Generationen. Denn dieses Business, das kann ich schon vorwegnehmen, ist vererbbar. Und das macht es nochmal spannender. Alles, was wir hier gemeinsam aufbauen, ist auch für deine Kinder und die nächsten Generationen ein dementsprechendes Einkommen, je nachdem, was du gemeinsam mit uns draus machst. Ja, hier einfach nur ein paar Beispiele, was die Produkte bewirken können. Ich habe es vor eingangs schon gesagt, es ist nicht immer, dass du nach einer Woche 10 Kilo abnimmst, nach zwei Wochen 20 Kilo. Es ist natürlich individuell, aber es ist möglich. Und wir haben ein ganz klares System, ein ganz klares Programm, wie du auch das für dich erreichen kannst.
Und wir haben unterschiedlichste Shakes. Wir haben Eiweißshakes, Proteinshakes, die enorm wichtig sind. Jeder, so gut wie jeder, egal ob Sportler oder nicht, hat zu wenig Eiweiß im Blut, im Körper. Und das gilt es wirklich auch aufzufüllen. Und da haben wir auch die Möglichkeit zu wählen, ob das ein Pflanzenprotein ist, also wirklich rein pflanzlich gewonnen, oder mit einem Molkeprodukt, also Milcheiweiß, versehen ist. Das heißt, da auch jedem Geschmack oder jedem Allergiker dementsprechend auch den richtigen Shake anbieten zu können. Wir haben dann noch unterschiedlichste fürs Fasten oder auch so für eben für dieses System, um Gewicht zu verlieren, auch unterschiedlichste Säfte, wo einfach enorm viele Nährstoffe enthalten sind, ob Kräuter, Pflanzenstoffe, Antioxidantien. Also es sind wirklich eine einzigartige Rezeptur, so wie es auch hier steht, um hier dem Körper das zu geben, was er braucht. Und das, was hier jetzt in dieser Präsentation nicht vorkommt, aber in meinen Augen extrem wichtig ist, sind unsere Moringa-Produkte. Und diese Moringa-Produkte, ihr könnt es googeln, wenn ihr da zum Beispiel eingebt, die nährstoffreichste Pflanze der Welt, kommen die ersten 20, 30 Artikel ausschließlich über Moringa oleifera. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn dieser Baum bestmöglich genutzt wird, mit allem, was er hat, und nicht nur die Blätter, sondern auch die Samen und die Früchte verwendet werden in unseren Produkten, dass sich der Körper dann wirklich, ich sage nie zu 100%, aber sagen wir zu 99% täglich das rausnehmen kann, was ihm gerade fehlt, wo er vielleicht gerade ein bisschen wieder auffüllen muss, damit er optimal funktionieren kann. Und das ist es, was ich finde, sollte jeder beherzigen, weil wir wissen alle nicht, wie fit und gesund wir wirklich sein können. Und wir wissen alle nicht, wie es ist, wenn wir mal 10 Jahre nicht die Zähne putzen. Was kommt dann in 10 Jahren raus? Wie geht es unseren Zähnen dann? Wir sehen heute nicht, wenn wir uns schlecht ernähren, gleich unmittelbar die Auswirkungen. Und der Mensch ist dafür gemacht, immer sehr kurzfristig zu denken. Wenn wir aber ein bisschen vordenken, die nächsten 10, 20, 30 Jahre, welche Maßnahmen müssen wir dann setzen, wenn wir heute dem Körper wirklich nur Schund, Blödfug und was der Supermarkt meistens hergibt, Fertigprodukte geben, wo nichts drinnen ist, im Gegenteil, im Körper das auch noch schadet. Der Körper ist ein Naturprodukt und er braucht Natur, um wirklich volle Kraft zu schöpfen und bestmöglich zu funktionieren. Und ich meine, es ist besser vorzusorgen und zu schauen, wie lange können wir topfit und topgesund sein und dann, wenn es mal soweit ist, wirklich auch schnell vielleicht ins Grab fallen und nicht mehr lange herumsiechen müssen. Also das ist so meine Vorstellung vom Leben und das gibt es, wenn ihr in der Tierwelt schaut, auch dort. Da gibt es kein Reh mit Rollator oder sonstigem. Entweder es lebt und ist voll da oder wir sagen auch dann manchmal Turnen in die Urne. Alles ist möglich, aber wirklich so lange wie möglich fit zu bleiben. Und da haben wir optimale Lösungen. Ihr seht es hier, es sind unterschiedliche Produkte. Ich gehe jetzt nicht ganz gezielt darauf ein. Geht bitte im Nachtrag auch zu der Person, die euch heute eingeladen hat, und lasst euch das alles erklären. Wichtig ist einfach immer, was möchtest du in deinem Leben verändern? Ist es finanziell? Ist es zeitlich? Vielleicht bist du top erfolgreicher Unternehmer, aber hast null Zeit für das, was dir wirklich wichtig ist, wirklich, geschweige denn überhaupt die Zeit, auch das Geld, das du vielleicht gut einnimmst, auch auszugeben für deine Familie, für deine Hobbys oder sonst was dir wirklich von Bedeutung ist. Und dann einfach zu schauen, welche Möglichkeiten es für dich gibt, dass du dein Leben ganz anders ab jetzt gestalten kannst. Es ist möglich. Und hier Shake-Tage, Cleansing-Tage, also Reinigungstage, es ist hier wirklich mit System. Du bekommst eine Anleitung, wenn du wirklich ein ganz spezielles, auch körperliches, physisches Ziel formulierst, dann können wir da ganz gezielt auch mit dir, mit den Produkten arbeiten, dass du das auch erreichen kannst. Energie und Performance, ja, also ich habe vorher schon erwähnt, auch Sportler nutzen das wirklich ganz gezielt und das macht enorm viel Spaß, da auch die Entwicklung zu sehen. Ich persönlich mache auch täglich Sport. Ich sehe auch bei mir den Fortschritt einerseits beim Muskelaufbau, andererseits auch wirklich von der Ausdauer, die gegeben ist. Und das ist wirklich ganz, ganz speziell. Und es steht auch hier in formsport.com, hier unten in der Leiste seht ihr das,
In Amerika ist das so quasi die Kölner Liste, wie wir sie hier in Europa haben, wo auch diese Produkte zertifiziert sind. Das heißt eben, wo alle Produkte gelistet sind, die nicht dopingrelevant sind, damit auch für Leistungssportler ohne Bedenken zu nehmen sind, auch während des Wettkampfs. Und das macht es natürlich nochmal spannender. Deswegen haben wir auch wirklich Profisportler, die gerne auf unsere Produkte hier auch zurückgreifen. Ja, da ein Bild, ein Ausschnitt von so vielen Menschen, die für sich tolle Erfolge erzielt haben. Und ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, was das für eine Person bedeutet, die vielleicht wirklich schon seit Jahren mit Übergewicht kämpft, mit Abgeschlagenheit, mit Energielosigkeit. Was es bedeutet für eine Person, das wieder zu relativieren, wieder zu leben, am Abend nach Hause zu kommen und zu sagen, wow, ich habe noch Energie, jetzt kann ich mit meinen Kindern noch spielen. Jetzt habe ich noch Energie und kann noch Sport machen. Jetzt habe ich noch Energie und kann noch meine Biografie schreiben. Was immer es ist, die Gründe dafür sind unterschiedlich. Aber wofür könntest du mehr Energie brauchen? Was würdest du machen? Wie würde dein Alltag ausschauen? Hättest du, sagen wir, 5, 10, 15, 20% mehr Energie am Tag? Wow, ich glaube, wir können da ganz andere Stufen und Leistungen erreichen. Nicht nur, was das Sportliche betrifft. Wir haben auch so eine Art Challenge, 16-wöchige Challenge, wo wir wirklich auch gemeinsam im Team, jeder, der möchte, auch mit sportlicher Betätigung, also da gibt es immer wieder Leute im Team, die auch Übungen zur Verfügung stellen, die du in den Alltag integrieren kannst. Das heißt, hier ist wirklich Community, hier ist auch Team da, das sich wechselseitig unterstützt, auch die eigenen Gesundheitsziele und körperlichen Ziele zu erreichen. Und dann ist es nicht einfacher, als von den eigenen Stories zu berichten. Dann ist es nicht einfacher, als zu erzählen, wie es dir ergangen ist mit den Produkten, mit dem regelmäßigen Ausprobieren, Austesten, was geht noch mehr. Und die Leute schauen drauf. Die Leute, du wirst es erkennen, du wirst es sehen, deine Augen werden anders glänzen, du wirst eine andere Ausstrahlung haben, vielleicht wird die Haut reiner werden, vielleicht hast du mehr Energie, vielleicht hast du mehr Muskelzuwachs. Je nachdem, wofür du auch die Produkte einsetzen möchtest, erzähl einfach davon. Wir wissen alle, wenn wir einen guten Film im Kino sehen, sprechen wir liebend gern davon und 2, 3, 4 Leute von 10 schauen sich den dann auch gerne an und sind dir dankbar, dass du davon berichtet hast. Und nichts anderes machen auch wir hier, nur dass wir hier auch dementsprechend vom Unternehmen, von Isogenics, eine Belohnung, eine Vermittlerprovision, wenn so will, bekommen. Einfach als Dankeschön, dass wir jemandem wieder die Produkte empfohlen haben. Und dann kann finanzielle Wellness möglich sein. Und ich meine, das Bild kann es ja auch wirklich verdeutlichen und zeigt es auch, es ist einfach eine Freude, den nächsten Menschen zu helfen, dessen finanzielle Ziele zu erreichen. Und das ist ein sukzessives, kontinuierliches, gemeinsames Arbeiten. Und der durchschnittliche Networker investiert so 7 bis 10 Stunden pro Woche. Das heißt, es muss kein Fulltime-Job sein. Aber wenn du jetzt dir denkst, okay, ich bin eigentlich schon voll ausgelastet, aber je nachdem, welchen Job du hast, je nachdem, welche Family du hast, je nachdem, welchen Background du hast, überleg doch mal, wie viele Personen kennst du, die derzeit, gerade in der aktuellen Situation, nach ganz anderen Lösungen suchen. Die vielleicht jetzt wirklich an ihrer Existenz nagen, weil sie ihr Geschäft so lange zumachen mussten, weil sie ihren Job verloren haben oder kurz davor stehen, weil so viele Unternehmen jetzt einsparen müssen. Das heißt, die Auswirkungen, die kommen erst. Wen kennst du, den du mit uns in Verbindung bringen kannst, den du hier einfach mit in so ein Webinar einlädst. Wir erzählen alles, was wir wissen. Wir halten mit nichts hinterm Berg, auch wenn das jetzt hier in diesem Webinar ein grober Überblick ist. Aber stell uns die Fragen und lass auch deine nächsten Partner, deine nächsten Interessenten die Fragen stellen. Wir wollen alle dorthin bringen, wo sie sein wollen. Ich möchte eine Gesellschaft haben, die wirklich selbstbestimmt und frei lebt, sodass auch die Kinder ganz anders aufwachsen, sodass auch die Kinder sehen anhand der Eltern, wow, die stehen für sich ein, die wissen, wofür sie sich entscheiden, die wissen, was sie wollen und die können frei wählen, wo sie leben, wo es vielleicht keine Pflichtimpfung dann gibt, die Kinder und die ganze Familie schnappen und in dieses Land gehen.
Das ist mein Bestreben, so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Und da lade ich auch dich ein, mitzumachen. Und dann ist einfach die Frage, was würde es für dich persönlich bedeuten, wenn du ein zusätzliches, ein weiteres Einkommen generieren könntest? Ich habe vorher jetzt schon den Lockdown, die ganze Corona-Situation angesprochen. Wir haben so viel Zulauf gehabt in dieser Zeit. Und wir haben auch gesehen, wie panisch teilweise die Leute sind, sie haben nur das beste Recht dazu, weil sie einfach abhängig sind von Regulierungen, von Entscheidungen der Regierungen, ob sie jetzt arbeiten dürfen, ob sie Geld einnehmen dürfen, egal ob du in die Hotellerie schaust, egal ob du in die Flugbranche schaust, es ist überall das Gleiche. Und was würde es für dich bedeuten, hättest du ein Einkommen, das davon unabhängig ist? Dass egal, wo du bist, ob du dann Homeoffice hast, ob du am Reisen bist, ob du auf den wunderschönsten Stränden der Welt liegst, was würde es für dich bedeuten, könntest du auch von da einfach weiterhin Einkommen lukrieren? Und das Schöne im Network Marketing, es ist ein Teamsport. Es ist keins, es lastet jetzt alles auf deinen Schultern. Nein, wir sind hier ein Team, das sich wechselseitig unterstützt. Und je nachdem, was dein Ziel ist, gibt es einen ganz klaren Fahrplan, eine Empfehlung schlussendlich unsererseits, was zu tun ist, damit du das auch schnellstmöglich erreichst. Und dann liegt es natürlich an dir zu sagen, okay, wie committed, wie engagiert bist du auch, das zu lernen, diese Schritt für Schritt gemeinsam mit uns zu gehen. Es ist kein Top-Networker vom Himmel gefallen. Du hast meine Story vorher gehört und wir haben so viele unterschiedlichste Backgrounds, ob das Rechtsanwälte sind, Techniker sind, also querbeet. Jeder kann, wenn er will. Und du siehst es hier, du kannst dir die Zeit frei einteilen. Du bist standortunabhängig. Du hast hier auch so gut wie kein Risiko. Das Einzige, was du machst, ist einfach die Produkte bestellen, die du für dich sowieso gerne mal ausprobieren und nutzen möchtest. Wenn du Business machen möchtest und da wirklich ein größeres Einkommen aufbauen möchtest und ein größeres Team aufbauen möchtest, dann gibt es natürlich von unserer Seite auch Empfehlungen. Aber schlussendlich hast du Produkte, die deiner Gesundheit und im besten Fall auch das deiner Familie gut tun. Und das ist das. Das ist alles. Das ist in meinen Augen kein Risiko, das ist ein Geschenk und eine Investition in dich und deine Gesundheit. Und alles, was dann daraus entsteht, das liegt in deiner Hand und wir sind gerne an deiner Seite, um dich dabei auch zu unterstützen. Also, du siehst es hier, Mentoring ist bei uns auch sehr groß geschrieben, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und hier nochmal ganz kurz zum Unternehmen, zu Isagenix selbst. Es wurde 2002 gegründet und die Gründer, das Gründerpärchen sind die Kubas. Die waren an sich schon finanziell top ausgestattet. Die waren auch selbst in drei unterschiedlichen Networks, selbst im Feld sozusagen, haben dreimal Top-Organisationen aufgebaut, das heißt Teams aufgebaut, wo sie immer wirklich herausragende Dinge realisiert haben. Und es ist aber dann ein Forscher, ein Entwickler, ein Mediziner dann zu ihm gekommen und hat gesagt, er will ein Produkt auf den Markt bringen und er will, dass sie dieses Unternehmen gründen mit ihm gemeinsam. Und sie haben sich dann dadurch, wie soll man sagen, breitschlagen lassen und haben das dann wirklich auch gegründet. Es ist in Familienhand, das bleibt auch in Familienhand, es ist ein super geführtes Unternehmen, hat bereits in Amerika 8 Milliarden Umsatz generiert. Ein bisschen was ist davon auch in Australien. Aber ansonsten sind wir jetzt mit Isagenix hier in Europa komplett neu. Das heißt, auch hier werden diese Milliarden Umsätze entstehen. Und es ist einfach dann von jedem von uns die eigene Entscheidung zu sagen, will ich von diesem Kuchen auch was haben? Und darauf kommt es an. Möchte ich mit dieser Zukunftsbranche, was einerseits Network Marketing ist, aber auf der anderen Seite auch die Gesundheits- und Fitnessbranche immer mehr auf dem Vormarsch ist, möchte ich von diesem Kuchen auch ein Stück haben und dann, wie groß soll dieses Stück sein? Und das ist das Einzige, was für dich auch ein Entscheidungskriterium dann sein kann. Und dann ist ganz klar, was zu tun ist und da gehen wir dann gerne mit dir Hand in Hand.
Ja, das ist einfach jetzt nur nochmal so als Überblick, welche unterschiedlichen Pakete es gibt und die Empfehlung, mit dem Premium-Paket zu starten, wenn Business für dich interessant ist. Und es ist ein ganz einfaches System, wo es einfach heißt, du trittst bei, vielleicht mal als Kunde, du kannst aber auch gleich sagen, okay, ich will eine Orga aufbauen, ich erkenne diese Chance und möchte da was Großes machen. Und sprich nochmal mit zwei Leuten, schau nochmal, dass deine Herzensmenschen vielleicht gleich als erstes mitmachen mit dir, weil alles, was du weiter aufbaust, gemeinsam mit unserer Hilfe, das kommt dann auch den Personen schon zugute. Das heißt, ich finde es fast unfair, die wichtigsten Personen in deinem Leben außen vor zu lassen, sondern mal wirklich zu schauen, okay, wen setzt du da gleich mal rein? Und wenn die zwei, dann auch nur zwei, ins Team holen, ob Kunden oder Partner, es wird sich zeigen, jedem bleibt das frei zu entscheiden, dann entsteht hier wirklich eine Dynamik, die auch nicht mehr aufzuhalten ist und die du auch nicht mehr aufhalten darfst, weil sonst ist es auch wieder ein sehr limitiertes Business und wir wollen Größen, wo wir wirklich, und ich habe schon, ich erwähne das gerne immer wieder öfters, eine ganz andere Gesellschaft kreieren und dafür ist Network Marketing ein hervorragendes Vehikel, ein hervorragendes Tool und dann dementsprechend auch mit einem Unternehmen, das Erfahrung hat, das genau weiß, was wir als Geschäftspartner brauchen, weil sie es selbst erlebt haben, um auch gut und schnell ins Geld verdienen kommen zu können. Das heißt, es ist alles da. Das Einzige, was wir zu tun haben, ist, mit Menschen zu sprechen, sie wissen zu lassen, dass es diese Möglichkeit gibt und sie frei entscheiden zu lassen. Wir haben so drei Typen, ob sie Kunde sein möchten, im besten Fall auch gleich mit ihrer Familie gemeinsam diese Produkte zu nutzen, nicht egoistisch zu sein, sondern das mit ihrer Familie zu teilen. Und dann gibt es jemanden oder Personen, die ein bisschen was machen wollen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich kenne diese Chance, ich bin sofort dabei, investiere meine 5, 6, 7, 8 Stunden, die ich in der Woche zur Verfügung habe, konsequent in diesen Businessaufbau, weil ich erkenne, dass es für mich, für meine Familie, aber auch für so viele andere eine riesen, riesen Chance ist. Jedem bleibt selbst überlassen und wir arbeiten dementsprechend, wofür du dich entscheidest, ganz gezielt mit dir auch darauf hin. Es ist eine Community, es ist weltweit ein so ein spannendes Miteinander, ein sich füreinander freuen, wenn Erfolge entstehen. Du kennst es vielleicht aus deiner jetzigen Arbeit, da ist es schon schwer, sich für irgendeinen Erfolg des Kollegen zu freuen. Ich weiß das auch von früher, von meiner Tätigkeit. Hier ist es ganz was anderes, denn hier, wenn wir dem Neuesten, in dem Fall dann vielleicht dir, helfen werden und deinen neuen Partnern so schnell wie möglich erfolgreich zu werden, kommt es natürlich auch uns zugute. Und das ist das Schöne und das Faire in Network Marketing. Die Verantwortung übernehmen, hier auch fürs Team da zu sein, fürs Team ein Support, eine Unterstützung zu sein, ja, da ist das Unternehmen dann dementsprechend auch bereit, wirklich viel Geld auszuzahlen. Und es sind 85% bei Segenix sind Kunden. 15%, das sind diejenigen, die sich wirklich auch das Geld abholen, weil sie einfach das dann andauernd, egal wo sie sind, weitererzählen. Und nichts kommt umsonst, es ist Network und nicht Netwish und Nethope, aber wenn du es wirklich richtig machen möchtest, dann sind hier auch Leute an deiner Seite, die teilweise schon wirklich Millionen und zig Millionen damit verdient haben in der Network-Marketing-Branche. Und wir sind alle da, dass wir dich dorthin bringen, wo du sein möchtest. Sei nur ehrlich zu dir, wo willst du wirklich hin? Und red dir das nicht schön, das kenne ich von mir früher auch. Ich habe mir immer alles schön geredet, klein zu bleiben, nicht wachsen zu müssen und. Aber dahinter, da steckt die Freiheit, wenn man damit durchbricht. Und das ist das, was ich dir wünsche, was wir dir wünschen. Und dann kannst du wirklich dein bestmöglichstes Leben leben und wirklich leben, wo du willst, wie du willst, mit wem du willst. Und was auch immer es jetzt ist, was du als nächstes Ziel für dich anstrebst und du auch entscheidest, dieses Vehikel für dich zu nutzen, dann sind wir gerne da. Aber mein Appell prinzipiell an alle, lebe das Leben, das du leben möchtest, ohne Kompromisse. Dafür ist es viel zu schade. Wir wissen nicht, ob es noch ein zweites Leben gibt, aber wir leben auf jeden Fall jetzt. Und dafür zahlt es sich aus, für sich einzustehen, für sich zu gehen, für sich aufzustehen, für eine Vision zu gehen, für sich und die Familie. Und dann macht das Leben so richtig, richtig Spaß und gerne mit uns gemeinsam, weil da haben wir enorm viel Spaß, dass wir gemeinsame Erfolge erzielen, ob das physische sind, finanzielle sind, zeitliche sind.
Und da haben wir ein ganz anderes Feeling von Leben und so viele Menschen mitzunehmen, wie nur irgendwie möglich ist. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein Feeling davon geben, wie Feuer und Flamme ich für dieses Business bin seit über 8 Jahren. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, weil ich die Menschen wirklich ganz anders leben sehen möchte. Ich möchte sie grinsen sehen und nicht ängstlich vor dem Fernseher sitzen sehen, sondern ganz anders leben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Schön, dass du da warst. Schön, dass du dir im Nachtrag vielleicht die Aufzeichnung angeschaut hast. Aber geh jetzt auf jeden Fall zu der Person hin, die dir das geschickt hat oder dich für heute eingeladen hat. Lass dir die Fragen beantworten und dann hau rein in ein geiles Leben und genieße es. Alles Liebe und einen schönen Abend.